Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Vampire. Ich bin Zob. Ich bin der Rockstar. So, wir haben hier die Mische gemacht und jetzt gehen wir weiter Leute heilen, weil wir es können. Und weiter in der auch Hinweise sammeln. Ja. Weil wenn ihr mit den Leuten redet... Haben wir nicht... Können wir nicht auch Erkältung heilen? Ja, komm. Erkältung haben wir... Heilen wir die ganze Zeit. Nein, wir heilen Erschöpfung. Können wir aber auch heilen. Gut. Da haben wir noch ein paar Spritzen für. Dann werde ich da mal auch mal nach gucken. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wenn ihr die Leute mit den Leuten interagiert, mit den NPCs, dann bekommt ihr Hinweise. Und die Hinweise können euch bei der Hauptquest oder bei einer Nebenquest weiterhelfen. Ist auch wichtig, die Bezirke, je nachdem welchem Weg ihr gehen wollt, relativ stabil zu halten. So macht ihr euch das Spiel nicht unnötig schwer. Ja. Und könnt wahrscheinlich auch andere Ereignisse auslösen, als mit einem anderen Spielstil. Wenn ihr das wollt, dass jeder Bezirk, egal wo ihr reinkommt, feindlich wird und sozusagen die Leute gegen euch agieren, dann wird es bockschwer, aber auch ziemlich interessant, wie ich finde. Ja, dann kannst du dich benehmen wie die Axt im Walde. Ja. So. Dann kannst du der Ficker-Vampir werden. Der Ficker-Vampir. So nenne ich die Folge. Das ist die beste Art Vampir überhaupt. Der Ficker-Vampir. Den können wir übrigens, sobald er sich... guck mal, sobald er sich erholt hat und wir den letzten Hinweis haben, können wir den direkt mal mitnehmen. Den kleinen Thomas. Wieso spiele ich das, wenn ich mit den anderen Leuten... Los, hopp, hopp. Ja, ich suche gerade die Unbekannten, Digga. Die sind draußen, Digga. Ohne Scheiß, das mit dem Digger verwirrt mich, ne? Ich weiß nie, wie ich die Leute anreden soll. Soll ich sie, du oder wie Digger oft willst du das noch sagen? Weiß ich nicht. Ohne Scheiß, das hast du in Nino Kini gesagt, das hast du da gesagt, das hast du da gesagt. Das ist aber auch nur, das weil sagst ich das... auch in jeder Session. Ja, das ist, weil ich das urlustig finde. Was zur Hölle ist hier passiert? Guck mal, Blut, Menstruation, wer weiß. Menstruation! Natürlich! Wer kennt's nicht? Die ständigen Menstruationsbeschwerden. Kennst du von Scary Movie die Farce mit dem Exorzismus? Ja. So, wie komme ich jetzt da hinten hin? Da rein? Nein. Doch. Nein. Bist du geistig behindert? Ein wenig. So, dann reden wir erstmal mit Kollege Smörebröt hier. Hey Smörebröt. Good evening. I'm Dr. Reed. Und das ist Dr. Smörebröt. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Jadhana. Ah, Ranjit! Mr. Jadhana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Er war mal Arzt. Er hat bestimmt die Vaginalverjüngung seiner Frau im Keller versaut. Seitdem hat sie Wasserfallprobleme. Gott, wir sind schwierig. Hi. Kopfkino für jeden. So. Very easy work, dieses Kopfkino wurde all präsentiert von CGP. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Mm-hmm. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Das hat immer Ducky aus NCIS. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Uh-huh. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Have we met before? I don't think so, sir.
Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Oh, du weißt gar nicht, wie sehr. A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I'm not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Even if the quiet can be appreciated. Schöpfung. Don't take too Die many haben risks doch. With your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. So, dann geh mal zurück, heil mal diesen anderen Glatzkopf und dann Dorothy, würde ich sagen. Ja. Hier rein musst du. Den, ach, wir haben noch einen Bekannten. Ah. Scheiß mal auf den erstmal heute. Der da, da habe ich den nicht schon geheilt? Nein, mit dem habe ich in der letzten Folge geredet. Good evening, Mr. Fiddick. Okay. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Mit dir haben wir schon geredet. Good evening, Doctor. Der ist immer noch unbekannt. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Der ist gesund. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think?
Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Okay. Goodbye, Dr. Für später. So, hatten wir noch irgendwen hier? Den Milton hatten wir noch. Da guckt den Milton nicht schon mal geheilt? Nein, den Milton hatten wir noch nicht geheilt. Wir hatten bei dem so gut wie alles Mögliche freigeschaltet. Hallo. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Ein Hinweis zu ihm fehlt uns noch. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. But thanks anyway. Goodbye, Milton. So, damit dürften wir jetzt alle hier soweit haben. Ja, bis auf die eine, komm. Auf die können wir mal eben kacken. Migräne können wir noch nicht heilen. Alles andere haben wir geheilt. Das läuft doch. So, und dann wollten wir ja die Dorothy suchen. Yes, sir. Yes, sir. So. Ich muss mich mal eben orientieren, wo ich dann dahin muss. Rechts. Rechts rum, über die Brücke. Geh weg. Stinkst nach Fisch. Ich würde Analysen die ganze Zeit so rumlaufen, einfach weil das Frühwarnsystem ist. Siehst du alles schon im Vorfeld. Ist so langweilig. Ich weiß. So, da sind wir wieder im kritischen Dings. Geradeaus. Mhm. Da oben dürfen wir nicht lang, da oben ist böse. Aber hier unten war auch böse, wenn ich mich richtig erinnere. Der ganze Bezirk ist scheiße. Ich glaube, der ist auch nur so scheiße, weil wir den kritisch haben abrutschen lassen, wir Arschköpfe. Möglich. Möglich? Over there! Da hast du wieder so einen Fall, Idioten. Du Pisskopf, Alter. Genau, nimm erstmal die ganzen Fässer mit. Hab ich gemacht. Und jetzt? Ich seh mich noch nicht. Nimm erstmal den fett. Mach den erstmal fertig. Und aussaugen. Dann kannst du noch auf den anderen draufgehen. Ah, der ist locker easy, fertig zu machen. Also den anderen machst du mit LTRT. Fertig. Also den großen Bogen. Wir sehen ihn an am besten. Beziehungsweise... Ich geh falsch. Die haben mich nicht gesehen. Warum soll ich sie damit kämpfen? Weil ich glaube, durch das Lösen von Quests und so weiter werden wir wahrscheinlich... sehr, sehr wahrscheinlich mehr Erfahrung bekommen als durch das ewige Kämpfen. Stimmt auch wieder. Ja, das Kämpfen haben sie ja hier eigentlich nicht wirklich lohnenswert gemacht. Ja, doch schon. Nee, es ist interessant, klar, aber es ist nicht lohnenswert. Verstehst du, wie ich meine? Weil das, was wir... Überleg mal, wie viel wir jetzt gekämpft haben. Wir haben gerade mal irgendwas mit 500. Wenn du jetzt überlegst, durchs Freischalten der Hinweise und durch das Heilen könnten wir theoretisch jetzt schon Leute mitnehmen, die teilweise 2000 geben. Und das ist in Anführungszeichen ja leichter. Ja, weißt du, so meine ich das. Ne? Bei Witcher Links ist das rum. Ja so, jeder Kampf ist wirklich so, dass du danach denkst, boah krass, hast du geiles Loot gekriegt oder was, das ist ja hier nicht so. Ja. Deswegen würde ich das so sagen, dass sie den Kampf hier eingebaut haben, mehr so als Hindernis und nicht als Belohnung. Möglich. Ne? Jetzt nicht, dass das schlecht wäre. Ne? Aber... so erstmal als generell. Möglich. So, ich habe jetzt irgendwie Angst, immer verkehrt zu laufen. Deswegen. Du hast eine Mülltonne übersehen. Die habe ich nicht übersehen, ich wollte mich nicht ablenken lassen. Unterschied. Okay. So, warte mal, ich heile mich nochmal eben. Jetzt heile ich doch. Ach, ich darf mich nicht heilen, weil da sind Affen. Der hat eine Lungenentzündung. Können wir die heilen? Nein, können wir nicht. Nee. Du kannst ihn aussaugen. Ich will den erst auch sagen, wenn er was bringt.
Also, die ist gesund, der hat eine Neuralgie, der Benjamin. Der Benjamin. Entschuldigung. Ist echt teilweise richtig schlimm mit meinen Initialen, ne? So Initialworten, die ich da so teilweise habe. So, hier müssen wir hin. Und in das Haus rein. Dead Inside. Bestimmt sind alle da so... Ja, sag ich doch. Level 12er, das geht eigentlich. Aber Dorothy hat mir doch so gemacht, dass die vergessen hat, ne, alles. Ja, ja, es kann aber sein, dass die quasi hier von den Skulls dann angegriffen wurde oder so. Möglich. Nimm lieber mit X... sechste Mal. Weil die Machete bringt dir nicht viel. Der Knüppel bringt mehr. Jetzt geh doch weg da, du Bauer. Ey, das ist ein Honk-Bananenkopf. Ausweichen. Nütz drauf. Mach auch Klauenangriffe. Wo kommt der denn jetzt auf einmal weg? Von überall. Ja, ist das dir, Alter. Jetzt geh doch weg da, du Buck. Das Ding ist bestimmt voll mit Skulls. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Schock die am besten von hinten, also nicht von vorne, weil von vorne ein bisschen leichtes Ziel anzugreifen dann. Ich hoffe ja inständig, dass die Dorothy nicht das Zeitliche gesegnet hat. Weil ich glaube, sonst wird es schwierig hier in dem Bezirk für uns. Ja, es könnte gut aus möglich sein dann. Weil eine neue Stütze bekommen wir, glaube ich, auch nicht. Level 12. Ich denke, den kriegen wir locker hin. Hast du gerade eben auch bei den anderen gesagt? Ja, einer alleine ist keine Gefahr. Da kannst du Button machen, auch ruhig machen. Siehst du ja. Ich glaube, du musst nach oben. Ja, ich weiß. Ich will aber erst noch hier gucken wegen Loot und so. Weil wir brauchen hier dieses In-Schlag-mich-tot-Lösung. Ja, das ist Dorothy. Shit. Level 24, ne? What? Die ist Level 24. Mach keinen Scheiß! Also unsere Stütze ist gerade zum Vampir geworden. Und Level 24, also heißt ja 12 Level über uns. Schön, oder? Ohne Scheiß, du wusstest das doch. Nein. Okay, aber wir wissen immerhin, was mit Dorothy passiert ist. Alter, ey, wer rechnet denn damit? Ja, keine Ahnung. Ey, ohne Scheiß, ich frag mich jetzt, ja, wenn wir die nicht bezaubert hätten, sodass die da völlig so apathisch da so... Sondern was anderes, ne? Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Dass wir auf sie eingeredet hätten oder so ein Scheiß, aber... Schwierig, Alter, das ist jetzt natürlich weniger geil, ne? In der Tat, also die können wir erstmal getrost weglassen. Ja, so, dann entfernen wir die erstmal. Haben wir sonst irgendwo eine Nebenquest, wovon wir wissen? Nope. Man muss auswählen, die werden ja nicht angezeigt, so... der Karte. Außer Ereignisse, jetzt wie Dorothy. Aber das ist echt schon harter Tobak. Oh ja. Warte, da hatte ich ja gerade hier was. So, hier sind keine. So, die hatten wir ja nicht. Die war erfolgreich. Da müssten wir gucken, wer Thelma ausspioniert. Ja, komm hier. Dann erstatten wir ihm noch Bericht, würde ich sagen. Ne? Wieso das denn? Weil da schon steht, erstatte ihm Bericht. Stehst okay. du? Der Pater, der... Da sind wir quasi schon mit fertig. Ja, dann auf. Leise, ich bin gar nicht da. Ich bin der Busch. Wir spazieren nun ein bisschen näher rum, so Officer. GTA-mäßig, ne? Raketenwerfer. Was denn? Good morning, Officer. So, hier, der Pater, der war ja hier bei der Kirche.
Da können wir mal nicht eben der Pate, sondern der Pater. Genau, der Pate. Apropos, wusstest du, dass es einen dritten Teil vom Paten gibt? Der soll scheiße sein. Ja, der ist echt nicht gut. Da ist er doch, der ist das doch. Wenn ich mich nicht... Oder? Ich hab keine Ahnung, guck nach. Whittaker, ja, das ist der doch. Ja, dann geh zu Tobias Whittaker. Good morning, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. Ja, ist gut, komm hier. Geh mir auf den Sack. I have found Man haben wir einen Schlüssel gefunden. Disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. Oh, 40 Schillinge. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes. He is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Okay, danke. I have had enough for tonight. Goodbye. Ich wollte gerade sagen, was da denn jetzt passiert. Untersuchung erfolgreich. Zack. Ja, dann würde ich sagen, Warte, ich will nur noch eben schnell gucken, was wir jetzt noch an Quests hier haben. Finde das Paket von dem beiden. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Übergehe mich durch, klar. Okay, nee, dann mach du, was du willst, ist in Ordnung. Ich sag dann an dieser Stelle einfach see you guys und gut ist und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Vampire. Tschüss! Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.